Jo Leute, was geht ab? Sedex mal wieder am Start. Heute möchte ich mal auch eine Review machen zu dem Wireless Charging Modul von der Firma SB Connect. Vorab, ich habe das direkt an die Batterie angeklemmt. Wie das funktioniert, werde ich gleich bei der Fahrt erzählen. Ich möchte euch nur kurz vorab was zeigen, und zwar, ich weiß nicht, ob man das sieht, aber hier ist ein Knopf hier unten. Und mit dem Knopf kann man das Wireless-Modul ausschalten. Das ist vielleicht für die Leute interessant, die sagen, oh, mein Handy ist voll und ich will das nicht immer überladen. Dann geht der Akku kaputt. Damit könnt ihr einfach das Ding ausschalten und dann ladet ihr dann halt nicht mehr. Und sobald ihr bei mir die Zündung einschaltet, fängt er an zu laden. Halten wir mal fest und machen mal so die Ladeleistung von dem Ding zu beurteilen. Halten wir mal fest, wie viel Prozent ich jetzt habe. So, es fängt an zu laden. 44%. Schauen wir mal, wenn ich jetzt ein bisschen fahre. Wir haben jetzt 17.34 Uhr. Wie viel ich gleich drauf haben werde. So, keine Ahnung, nach 10 Minuten können wir ja mal gucken. So. Ja, was gibt's zu sagen zur Halterung? Und zwar, optisch finde ich, es sieht gar nicht schlecht aus. Ich hatte erst Angst gehabt, weil das so groß aussah, dass das, wenn das Handy nicht dran ist, das Bike ein bisschen hässlich machen könnte. Finde ich aber nicht. Man gewöhnt sich schnell dran. Und es sieht auch ziemlich stimmig aus, so als ob das so sein soll. Ich dachte auch erst, wenn das dran ist, dass das extrem aufbaut. Aber auch das ist nicht der Fall. Also optisch kann ich schon mal sagen, ist das sehr gelungen. Und zur Stabilität. Ich bin damit, ich meine, ihr habt ja schon die Videos von der ersten Halterung gesehen. Ich meine, also die Autobahn-Action-Videos und so weiter und so fort. Da habt ihr ja gesehen, dass auch 240 km/h auf dem Naked Bike überhaupt kein Problem für die Halterung sind. Und ich bin auch schon mit dem Charging-Modul 230, 240 gefahren und auch da gar keine Probleme, aber ich werde auch gleich nochmal auf die Bahn fahren, um das zu zeigen. Ist wirklich, wirklich von der Stabilität und von der Halterung, muss ich sagen, top. Also wie gesagt, von der Qualität und von der Befestigung, muss ich sagen, echt ein Top-Produkt. Also ihr braucht euch da wirklich keine Sorgen machen, dass euch das Ding irgendwie fliegen geht bei irgendwelchen Geschwindigkeiten. Ja, also bei mir ist es ja direkt an die Batterie angeklemmt, beziehungsweise nicht direkt an die Batterie. Und zwar gibt es bei Kawasaki, es gibt die auch bei 1000 anderen Herstellern, ich weiß noch nicht bis zu welchem Baujahr und so weiter und so fort, aber es gibt die fast bei jedem Motorrad, ohne jetzt übertreiben zu wollen, einen sogenannten Accessoire-Anschluss. Und da kann man dann quasi diese USB-Steckdosen oder auch so ein Charging-Modul oder anschließen. Und dafür ist das auch vorgesehen. Eigentlich für die Original-Zubehör-Steckdosen, ja. Aber man kann da natürlich auch von SB Connect das Charging-Modul oder ähnliches dran schließen. Bei Kawasaki, ich denke auch bei den anderen Herstellern ist das so, da steht dann drin im Handbuch erstens, wo ihr das findet. Und zweitens, was ihr da anschließen könnt, also beziehungsweise wie viel Leistung ihr da anschließen könnt. Ihr könnt da natürlich jetzt keine Standheizung anschließen, ist ja natürlich klar. Macht beim Motorrad auch keinen Sinn, aber ne, nur um das halt darzustellen, ihr könnt da nicht einfach alles anschließen, sondern seid da schon begrenzt an der Leistung. Und der Anschluss ist auch ziemlich einfach, und zwar habt ihr vorne in der Maske, also bei Kawasaki so zumindest so, dass ihr vorne in der Maske drin, ich werde auch gleich mal ein Bild einblenden, da habt ihr quasi die zwei Leitungen, die von der Batterie über eine Sicherung herausgeführt werden. Die sind dann einfach da drin geführt, die liegen da lose rum und da kommt dann quasi der Zubehörstecker dran, also quasi von eurem Gerät, was ihr anschließen wollt. Ihr braucht dafür aber noch sogenannte Japan-Stecker, weil die Verbindung zumindest bei Kawasaki, na gut, ist ein japanisches Motorrad, da sind Japan-Stecker herausgeführt und da müsst ihr quasi dann eure Leitung reinstecken. Ist wie bei den Blinkern, genau der gleiche Anschluss, mehr oder weniger. Ja, die presst ihr dann auf die Leitung und dann steckt ihr die rein und dann ist fertig. So, dann fahren wir mal auf die Autobahn, weil ich ja, wie bereits schon erwähnt, ja mal den Volllasttest hier machen will. Also Höchstgeschwindigkeiten. Ich meine, gut, hier geht das jetzt kaum. Weil hier Stau ist, ist aber auch klar, war mir von vornherein schon klar, Berufsverkehr. Aber der Rückweg, der ist halt ziemlich nice. Ich sehe gerade, 11 Minuten sind rum. Wollen wir mal gucken, wie viel der geladen hat. Wir sind jetzt bei 50%. Also in 11 Minuten 5%. Ja, ist jetzt nicht viel. Aber ich denke, das ist in Ordnung. Zumal, wie gesagt, man auch über diesen Anschluss von, ja, zumindest bei Kawasaki, nicht so viel Leistung abverlangen darf. Und von daher ist es meiner Meinung nach völlig im Soll. Und da kommen wir auch kurze Überleitung generell zu der Ladeleistung von dem Gerät. Ich müsste selber nochmal nachlesen, wie viel Ausgangsleistung das Gerät jetzt hat. Könnt ihr aber auch auf der Originalseite nachlesen, wo ihr das Ding auch bestellen könnt. Ich kann, wenn ich jetzt normal fahre und das Handy nur zum Musik hören bei Spotify und über Sena dann nutze, lädt es auch weiter auf.
wenn ich navigiere mit dem Handy, dann bleibt es eigentlich so bei der Prozentzahl stehen, wo ich auch dann quasi angefangen habe zu laden. Also wenn ich mit 80% angefangen habe zu navigieren und navigiere eine Stunde irgendwo hin, dann habe ich am Ende 78%. Also er verliert leicht, aber kann natürlich auch wieder am Handy liegen, ne? Dass das halt so viel verbraucht oder. Ich kann nur für das S9 sprechen und ich bin trotzdem damit zufrieden, das reicht. Wenn ich eine Stunde fahre und nur 2% Akku verliere, ist das völlig in Ordnung für dich. Und wenn ich jetzt Spotify höre und dabei navigiere und natürlich die Helligkeit auf volle Pulle habe, wenn man ja sonst nichts sieht, immer davon auf vorausgesetzt, dass die Helligkeit auf volle Pulle ist, da verliert er ein bisschen, da habe ich dann wahrscheinlich an einer Stunde Fahrt, hatte ich dann noch 70% oder so, also 10% weniger. Aber ich finde auch, das ist alles völlig in Ordnung für ein Wireless Charging Modul. So, dann wollen wir mal, wa? Würde ich sagen, auf zur nächsten Autobahn, weil ich glaube, hier werde ich nicht mehr so viel Glück haben. So, leider hat es bei den einen Autobahnen jetzt nicht geklappt. Ich habe noch eine dritte Ausweichautobahn, da fahre ich gerade mit dem Navi hin. Ich weiß zwar, wo die ist ungefähr, aber nicht von dem Punkt, wo ich gerade war. Und ich dachte, in diesem Zuge kann ich direkt mal einen kleinen Test starten, wie das Navi bei halber Helligkeit das Handy lädt. Also ich fahre jetzt seit circa 10 Minuten. Und ich habe mit 60% da gestartet und habe jetzt 63%. Also von daher, wenn man halt wirklich nicht die Helligkeit auf volle Pulle macht, lädt das Handy auch trotz Navigation und dauerhaften Bildschirm das Handy auf. Also Ladequalität ist wirklich gut. Eben kurz tanken und dann fahren wir noch mal eine Runde. So, da bin ich wieder und dann wollen wir mal auf die Bahn fahren. Ich denke, das sollte genügen. Wie ihr seht, auch auf einem Naked Bike bei so hohen Geschwindigkeiten überhaupt gar kein Problem für das Gerät. Und ja, als Fazit kann ich nur sagen, ich kann das Ding wirklich nur empfehlen. Für alle die keine USB-Steckdose haben,
und ihr Handy während der Fahrt halt laden möchten und natürlich auch über Wireless laden können, weil sonst macht das gar keinen Sinn, weil wenn ihr nicht über Wireless laden könnt, dann bringt die Wireless-Station natürlich auch nichts, ist ja auch irgendwie klar. Dann kauft euch das Ding, wenn ihr keine USB-Steckdose haben möchtet. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Und ja, peace.